Wer will nochmal werden und nicht? Bitte schön. Herdring, ja, Uwe, komm. Ja, Uwe, Wert gebe ich dir jetzt nicht, sag mal so, also ich kann dich hier hören, ich habe gerade das Fenster aufgemacht, das höre ich. Ja, Uwe, lieben Dank, kannst du ja mal reinhören, wir haben Odenwald, wir haben jetzt, wo ist das, ins Fränkische, wo sind wir noch überall? Fulda. Fulda, und ja, ist auf jeden Fall viel vertreten heute Abend. Und, hast du einen Rufnamen? Achso, Martin hat gerade, hast du einen Rufnamen, Udo? Uwe? Ja, Martina, wollte ich mal eben selbst begrüßen. Grüß dich, Uwe. Hallo, Martina. Nett, dich kennenzulernen. Cool. Viele liebe Grüße und viel Spaß heute Abend. Ja, danke schön. Auch gleichfalls wünsche ich zurück. Cool. Ja, Joachim, mach weiter. Da kam da gerade das nächste X. Und wie gesagt, viel Spaß. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ja, dann würde ich sagen, X-Station, komm. Ja, grüßt euch hier von der Station Batavia 01 in Jörg aus Wattenscheid. Die besten Grüße an alle. Mikrofon zu die Station zurück, die mich eingelassen hat. Jörg Wattenscheid. Ja, liebe Grüße von der Martina, vom Joachim, Delta Lima Alpha und ja, Delta Lima 11. QTR-mäßig so ab. 9 plus 10 bei uns und volle 5. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Ja gut, das ist ja auch nicht so eine große Entfernung. Oder? Das klappt aber gut, ja. Ich höre euch auch mit ähnlichen Werten. Ne? Nicht ganz 9 plus 10, kratzte kurz an, auch von Radio 5. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so weit. Also wie gesagt, wir sehen von hier aus hier nach Holzwickede, wir sehen hier den Daumen nach Fernsehturm. Also das ist ja mehr oder weniger Sichtkontakt. Und das ist wirklich in der Höhe. Wir stehen 550 Meter auf dem Hügel hier im, ja, im Steinbruchgelände. Und mitten in einer Feier heute, die machen ihre Weihnachtsfeier, die Jungs. Und da geht's voll ab hier. Es sind circa 60 Mann am Start. Und da geht es wirklich zur Sache. Ja, wir haben uns letztens auch gesprochen, wo ihr da oben wart, ne? Dahin scheine ich sowieso eine unheimlich gute Abstrahlung zu haben. Also das können wir beide bestätigen, die Martina sowohl als ich auch und ja, richtig laut und deutlich hier gut, also gut zu hören. Ja, ist doch wunderbar. Lass die Runde mal weiterlaufen, weil ich muss mal kurz ans Telefon. Ja, kein Thema. Ich sag mal, die Runde ist groß und die gehört nicht uns alleine und wir wollen mal gucken, ob wir da Verbindungen herstellen können, aber ich denke schon, hat ja eben funktioniert. Da war eine anstehende X-Station, wenn ich für uns war, bitteschön. Der Kollege hat, glaube ich, gerade 600. Ja, aber toll. Ich sag mal, die Bedingungen sind mehr als gut. Also ganz klar. Ne? Und ja, ich höre Stationen, also die hören uns hier nicht. Eigentlich unerklärlich, aber ich kann mir schon, ja gut, man weiß ja selber, wenn du in der Großstadt wohnst, hast du dann Störungen. Ne? Sei es jetzt PLC-Störung oder sonst irgendwelche Störungen. Und das wird in den späteren Abendstunden natürlich weniger werden. Ne? Und lass uns mal überraschen. Meist ist es wirklich so, die richtigen Entfernungen, die kommen nach 0 Uhr. Also da geht es hier zur Sache und da geht es einmal quer durch Deutschland. Haben wir schon gehabt, haben wir schon geschafft und wirklich schöne weiter QSOs hier geführt von dem Effenberg hier oben. Also das ist wirklich ein Standort, das muss man selbst gesehen haben. Und ich sage immer wieder, wer gerne kommen möchte, der ist herzlich eingeladen. Und alle, die hier oben waren, die sind alle so ein, ja, so ein bisschen begeistert schon. Das heißt nicht ein bisschen, sondern die sind einfach geflasht von einer schönen Aussicht. Ja, seitdem das Wetter ist natürlich schlecht, aber wir haben heute eine unglaublich schöne Fernsicht.
Ja, das ist so. Ja, den roten Baron habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also das ist schon eine ganze Zeit her. Ich glaube, das war das letzte Jahr, glaube ich. Oder im Frühjahr mal irgendwann, habe ich ihn mal gehört. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen rar gemacht. Also ich weiß nicht, ob er immer auf die Berge erklimmt. Der hat ja alles schon gemacht in seinem Leben. Super, guck, ja, hören wir ja auch. Also alle, die du genannt hast, also, die haben wir auch schon gesprochen hier. Und ja, das ist so. Also der Standort hier oben, du weißt es ja, das ist das Ohr eigentlich. Und du weißt aus allen Richtungen, das ist schön, weil wir haben wirklich 360 Grad hier alles frei. Und momentan liegt also ein Erdhügel so ein bisschen, aber da stehen wir drüber, sagen wir so 3-4 Meter. Und ja gut, hier wird auch gearbeitet. Ja, aber also das muss man gesehen haben. Und wer es mal besuchen möchte hier oben, einfach mal eben, ja, ich sag mal Bescheid sagen, Termin machen, dann kann man sich mal hier oben treffen. Gut, du, da war jetzt die X-Station, wenn die X für uns war, komm. Die X, bitteschön. Ja, Peter, die lieben Grüße gehen zurück von der Martina, vom Joachim, Delta Lima 11 und Alpha. QTH-mäßig hier Sauerland, Sorpetalsperre. Und wir stehen am Effenberg, 550 Meter. Und ja, sag bitte nochmal dein QTH. Ja, du hast hier in Santiago 3 bis 4 und eben hast du gedubelt mit einem Kollegen, der hat da gerade zwischengerufen und ich hab's gut ja nicht verstehen können. Nord ist angekommen und ja, funktioniert auf jeden Fall. Ja, super. Und ich würde sagen, ja, die X dann, wenn die in deiner Nähe war, dann komm, bitteschön. Ja, du bist auch gehört. Ja, ich habe hier Kollegen, die stehen in Hamburg und Bremen und die stehen genauso stark wie du. Und ja, wenn der Kollege Pause macht, dann höre ich dich modulieren und dann kommt da nichts. Auf jeden Fall bist du hier gehört und liebe Grüße von der Martina und vom Joachim, Delta Lima 11 und Alpha hier vom vom Effenberg von der Sorpe. Und vielleicht wird es gleich ein bisschen ruhiger, dann versuchen wir mal gleich. Break, bitteschön. Break, komm. Der Christian, der uns die Nadel verbiegt. Der Christian 9 plus irgendwo hinten und natürlich wie immer volle 5. Christian, kam das an? Ja, kam an. Kann ich nur an euch weitergeben hier in Iserlohn. Kommt hier an mit S9 Radio 5. Also aber eine geizige Kiste, du, S9 Radio 5. Ja gut, denn wenn sie dich mehr anzeigt. Sparsame Eieruhr. Also hier stehst du also 9 plus irgendwas. Und ja, auf jeden Fall auch eine Radio 5 bei uns am Effenberg. Gut, ich lasse das Mikrofon mal frei und ja, bitteschön. X. Ja, komm. Ja, ich habe ja den KL13, Radio Foxtrot 171, momentan im Heimat-QTH Dortmund. Kai, schönen guten Abend von der Martina, von Joachim, Delta Lima 11 und Alpha.
vom Effenberg und auch 9 plus im roten Bereich hier und volle 5. Ja, kann ich dir so zurückgeben. Passt super. Hallo Kai. Kai, sag nochmal bitte ein Rufzeichen. 13, Radio Foxtrot 171. Hast du aufgeschrieben. Ja, Prost. Ja, da hat aber einer Verdauung. Ja, der Uwe, grüß dich. Ja, Christian. Ihr macht QSL-Karte auch, oder? Nein, gar nicht. Wir sind öfter mal am Effenberg her, aber QSL-Karten eigentlich nicht. Ja, wir sind beruflich beide angespannt und ich sag mal, da QSL-Karten zu verschicken, dann ja, das ist, wird ein bisschen viel. Ich meine, wenn man sich hört und dann öfter mal vielleicht, dann ja, sollte es ausreichen. Ja, ich sag mal, wir haben einen schönen Ort hier im Sauerland, den wir uns hier ausgesucht haben, ja, wo wir hier leben halt. Wir können also hier zur Sorbetalsperre runtergucken und ja, ins nahegelegene Sundern und haben auch Fernsicht hier Richtung Dortmund, Richtung Kassel. Ich sag mal, das ist schon sehr, sehr schön hier oben. Ja, die Begebenheiten, da kenne ich. Ich halte mich da, sag ich mal, auch mal gelegentlich mal auf oder öfter mal auf und ich gehe spazieren oder unten oder so. Oder so. Ja, ist auf jeden Fall bekannt. Und NRW-Rundentechnik hier wegen Standort und so weiter, da veröffentlicht ja, aber ist auf der Funkbasis wahrscheinlich, oder? Ja, an der Funkbasis, richtig. Ja. Hast du die Daten aufgeschrieben? Hast du aufgeschrieben, Martina. Ja, liebe Grüße von Martina auch. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße zurück hier aus Ederlohn vom 13. Teilnehmer in Christian. Ja gut, alles klar. Mikrofon wieder frei. Schöne Grüße hier aus Ederlohn in die Runde nochmal. Und ja, habt schöne Kurs aus. Ja, wenn es eben geht, haben wir die gemeinsam. Ne? Also wir sind gemeinsam die NRW-Runde, wie immer betont. Und wir versuchen ja auch mal Kontakte herzustellen unter den Stationen, die sich vielleicht so nicht hören. Und das ist ja das Ganze, das Ziel. Das ist das Ziel, warum wir am Berg stehen überhaupt. Ja, richtig. Ist bewusst. Nur ich wollte dann die Station, die eventuell schon länger drauf warten, hier mal auch mal reinzukommen, die Chance dazu lassen. Mal ganz kurz eben nach draußen ein paar Kollegen begrüßen hier. Die machen, wie gesagt, eine Feier hier oben bei uns und ja, haben sich ein paar eingefunden, ja, und müssen wir eben kurz den Kollegen verabschieden. Ja, mach das, wir sind mal 2 Minuten weg. Okay. Grüß dich, Holger, eben noch, und wir haben ja voll, ja, wir haben Besuch hier. Ich sag so knappe 60 Mann. Hier wird gerade eine Weihnachtsfeier absolviert. Und du glaubst gar nicht, was hier oben los ist heute. Unglaublich. Was? Auf Berg? Ja, sind ein paar hochgekommen und einer mit Bier, der eine mit Kaffee, der eine mit Essen. Nein, ja, ich habe kein vernünftiges Auto, als dass ich da mit raufkommen könnte, sonst wäre ich auch noch vorbeigekommen. Aber naja gut, Hauptsache ihr habt Spaß. Ich hab's gehört und ja, Holger, es ist wirklich so, die Leute sind einfach begeistert. Da sind natürlich einige, die sagen, Mensch, ja, ich habe ein Telefon, kann telefonieren. Und einige sagen natürlich auch interessant, ne? Die gucken die Antenne an und das funktioniert. Wie weit kommst du denn damit? Ich sag ja einmal um die Erde, das können die gar nicht glauben. Okay, aber warte mal, ich will noch mal eben was aufnehmen für dich. Kleinen Augenblick. Warte mal eben kurz. So. Okay, mein Lieber, jetzt erzähl nochmal was. Ja, ich glaube, ich wollte gerade Herrn Thorsten begrüßen. Der hat so leichte Nackenverspannungen, der Gute. Und er hat einen Körnerkissen, hat er, sagt er, und das wird ihm helfen.
Da habe ich dem Thorsten gesagt, also Korn wäre besser, ne? Und nach dem dritten, vierten, fünften merkst du dann keine Schmerzen mehr. Aber ich glaube, er mag das nicht so. Das war aber nur mit HE gemeint, natürlich. Santiago Anschlag und Radio gebe ich dir nicht. Ja, natürlich Vollanschlag, Holger. Thorsten, Vollanschlag und volle fünf tierisch laut hier oben. Und ja, dein Gerät ist noch nicht richtig warm. Ne? Das zieht so ein bisschen nach, das merkt man, aber das brauche ich immer so ein paar Minuten. Das wissen wir ja. Das Spektrum angucken vom Joachim und von deinem Sendesignal. Das ist interessant, der Unterschied. Ja, dann bekommen wir jetzt eine Spektralanalyse. Auch nicht schlecht. Ja. Wahrscheinlich schlägt das aus bis zum, ja, vom Nordpol bis zum Südpol. Ja, das telefonieren wir mal drüber, da erkläre ich dir mal was du. Ja, vielleicht können wir das ja Schmalband nicht machen, ne? Klar, dann muss ich flüstern, vielleicht bekommen wir das ja hin. X bis gehört und Break ist auch gehört. Kannst du mir, wenn er ja via WhatsApp schicken, Holger, wenn er so nicht wärst. Ja, natürlich, das mache ich jetzt. Ich hab's nur gerade eben mir auf mein anderes Telefon geschickt. Ich muss dir mal gleich noch meine private Handynummer schicken, weil du hast die vom Firmentelefon, weil die habe ich schon mal über Funk gegeben. Da gebe ich immer nur die vom Firmentelefon durch. Weil dann brauche ich wieder irgendwas hin und her zu schicken, das geht mir nämlich auf den Sack. Ja, das ist so. Ja, wie gesagt, also wir stehen im Sichtkurs. Oh, wir haben schon mal getestet, also vom Balkon von Money aus. Oder man sieht den Effenberg von da. Auf jeden Fall, ich sag mal eben, wie weit wird das sein? 7-8 Kilometer Luftlinie. Also Beleuchtung hier, sag mal eben, das sehen wir hier. Also HEMA, das können wir sehen. Kommen wir jetzt ins Fernsehen? Ja, alles gut. Ja, ich sag mal, hier ist viel los. Also wir haben jetzt so viele Stationen für 24, 25 jetzt schon. Und das innerhalb von 40 Minuten. Also unglaublich. Ja, das stimmt. Also hier hast du das Gras wachsen. Das ist so. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn es per WhatsApp passt. Vielleicht habe ich es ja auch schon. Da schaue ich gleich mal nach. Ja, der Kollege da aus Bremen, wenn du uns gemeint hast, du bist hier im Sauerland gelandet, am Mikrofon, Delta Lima 11 und Alpha. Und schönen guten Abend zu dir. Ja, das schöne guten Abend geht zurück. War das richtig, Bremen? Also zwischen Bremen und Lüneburg, Weser, Santiago 3 und Radio 5. Ich habe dich eben schon gehört, die ganze Zeit, und habe immer versucht, dich anzusprechen und habe mir schon gedacht, was da vielleicht so viel Müll auf der Antenne ist. Also ein Bombensignal hier bei uns hier an der Sorpetalsperre im Sauerland. Wir stehen hier auf 550 Meter und mit der Martina und der Joachim Mikrofon, Delta Lima 11 und Alpha. Sag mal bitte dein Rufzeichen. Ist A
Herrendorf, das ist doch bei, genau, das ist doch bei Lübeck, ne? Kilometer südlich von Bremen. Ja, Santiago 3 und volle 5 hier bei uns am Effenberg an der Sorgetalsperre im Sauerland. Also wirklich schönes Signal. Ja, ihr werdet mit Sicherheit einige Stationen diesmal nach Bremen versuchen wollen. Ja, wer den Kollegen hört, bitteschön, Mikrofon frei. Wer möchte aber versuchen nach Bremen? Erstmikrofon freigegeben, hat sich bedankt für das schöne QSO und für die tollen Werte und hat das Mikrofon freigegeben für andere Stationen. Ja, super. Da war noch eine Break-Station. Ich glaube mal, die ist für dich. Ja, ich glaube, das kommt aus deiner Richtung. Ja, die Break-Station, komm. Nachtfalter aus Marburg. Ja, schönen guten Abend von der Martina, vom Joachim, Delta Lima 11 und Alpha, QTH-mäßige Sorbetalsperre im Sauerland. Ja, wir hören dich hier mit Santiago 2 und Radio 4 und sag bitte nochmal dein Rufzeichen und nochmal deinen Standort. Haben wir schon? Markus, war das? Michael. Michael war das. Michael, haben wir aufgeschrieben, super. Und ja, wer gehört denn Michael? Hört denn jemand? Ja, Mikrofon zu dir nach Fulda. Ich denke mal, das X war für euch. Die X-Station, komm. Ja, da ruft Bocholt, ruft da, ich glaube, an der holländischen Grenze war der gerade. Bocholt habe ich gehört. Ja, schönen guten Abend zu dir von der Martina und von mir. Von dem Joachim, Delta Lima 11 Alpha und Alpha, QTH-mäßig Sauerland, Nähe Sorbetalsperre. Ja, bei uns machst du ein 5 und 5 und dein QTH nochmal und bitte dein Rufzeichen. Ein Kollegen, der gibt dir gerade ein Five-Konzert und da Mikrofon funktioniert, Radio 5 hast du, Modulation wäre natürlich schöner. Kollege, kommst du bitte nochmal? Ja, Martina konnte gerade nur deine Daten nicht aufschreiben. X bis gehört. Martina konnte gerade eben dein QTH und dann skippt nicht, dann Rufzeichen nicht aufschreiben. So haben wir notiert. Ja, super. Ja, wenn die X-Station für uns war, komm. Ja, liebe Grüße nach Wuppertal von der Martina und vom Joachim, ja, vom Effenberg.
Das war der Markus, ne? Richtig? Ja, überleg das mal, ne? Und lange nicht gehört, auch wiedererkannt, Markus. Santiago 4 bis 5 und Radio 5. Ja, wir haben schon schöne Verbindungen gehabt hier, also Richtung Lübeck, Bremen. Dann, was war da jetzt noch? Ach Gott, ich weiß nicht, jetzt schon 30 Stationen auf der Liste, die wir hier haben. Gut, wir wollen ja keinen Rekord brechen hier, sondern Verbindungen so ein bisschen herstellen, einmal quer durchs Land. Und wir hatten schon einiges hier, also Martina guckt gerade auf der Liste. Ja, auf jeden Fall liebe Grüße von Martina und ja, Mikrofon mal frei. Remscheid, schönen guten Abend, natürlich können wir dich hier hören. Lieben Gruß von der Martina, Delta Lima 11 und Alpha hier vom Sorpesee. Ich hoffe nicht zu kräftig, dass du da nicht verschrebelt sind, dass du uns gut aufnehmen kannst oder aufnehmen hören kannst natürlich. Sag nochmal bitte eben dein Rufzeichen. Remscheid haben wir ja schon. Haben wir gerade nicht verstanden, da war jemand mit dir, Stereo. Bergischer Löwe aus Remscheid. Ja, du hast einen Santiago 7 und 5 hier bei uns am Effenberg und eine kräftige Modulation. Ja gut, ihr hört ja natürlich klar einmal rundherum, 360 Grad. Wir hören Hessen, ich sag mal, wir hören Münster und dann geht es tief ins Sauerland natürlich und dann ins Ruhrgebiet. Und ja, das wollen viele nicht wahrhaben. Man kann sich das irgendwo nicht vorstellen. Du hörst wirklich hier oben die Flöhe, also ja, ich sag mal buchstäblich husten. Ja, ganz klasse. Also wir haben schon wirklich schöne Verbindungen gehabt heute Abend und ja, wenn das so bleibt, toll. Jetzt haben wir natürlich einen Fuchs im Hintergrund, hier so ein Fuchssignal und ja, hoffentlich verewigt der sich nicht für heute Abend, aber bis in den späten Stunden. Also da kann man nur hoffen. Ja, ja, jetzt vor zwei Wochen, ja, ja genau, da war das auch und gut, er ist jetzt ziemlich schwach. Ich gebe ihm jetzt keine Werte, aber auf jeden Fall zerstörend, wenn er sendet. Und ich denke, dem ist das auch bewusst, ganz klar. Nein, nein, gar nicht. Also den geben wir keine Werte, das machen wir nicht, natürlich nicht. Ja, ich lasse das Mikrofon mal frei und wir sind die NRW-Runde, alle gemeinsam. Und wir haben jetzt schon Fulda gehabt, was haben wir hier gehabt hier, Niedersachsen und ach Gott, was noch? Ja, gucken wir mal durch die Liste. Haltern am See. Hm? Haltern am See haben wir gehabt, hier Bremen, Richtung Lübeck, da unten die Ecke. Marburg. Und ja, das war so eine sehr schöne Verbindung bis jetzt. Ja, ich glaube, das war der Daniel, komm. Ja, danke schön, dann bin ich jetzt auch gehört worden. Dann grüße ich erstmal einmal rund um die Antenne, alle, die mich hören. Heute mit ungewöhnlich schwachen Signalen, und sind wir auch ganz verschärft natürlich die Sorte. Schön, euch mal wieder zu hören. Wir haben uns ja lange im Sinn von Internet gerechnet und ja,
Also Hintergrundinformation ist, ich habe im Moment schon eine Unterdachantenne, die ich heute betreibe. Ich bin zwar noch 17 Meter Mast gebraucht, sehen, was dran ist, möchte das aber heute gar nicht. Ich möchte heute nächstes Mal mit der kleinen Antenne hier ganz anders Betrieb machen als sonst. Und ja, wenn ich da schon mal gehört werde, ich gebe euch mal euren Wert. Also ihr steht hier bei mir S5, S6. Und ja, wie gesagt, hier der Daniel Essen-Borbeck, das ist unsere Tour. Ja, du stehst bei uns hier mit 8 und 5, Lautstärke 5 und ein Bombensignal hier bei uns auf jeden Fall. Das werden die Kollegen wahrscheinlich auch bestätigen. Also da ist kein großer Unterschied. Ich meine, gut, ich sag mal eben, ich habe das jetzt nicht so am Schirm, wie du vorher standest, auf jeden Fall, da musst du nichts verändern. Ich bedanke mich dafür. Ich bedanke mich erstmal für die Aufnahme und Martina und ich habe den Namen vergessen. Aber auf jeden Fall die Sorte. Schön, dass ihr da ein bisschen Betrieb macht und wir haben uns bestimmt abends nochmal. Ja, war der Joachim. Nee, auf jeden Fall Bombensignal, also schön. Und ich weiß nicht, die Kollegen, ich denke, die hören dich ja genauso gut wie wir. War ich zu bezweifeln. Wir haben eine richtig schöne Höhe da und wie gesagt, also das ist jetzt die Antenne hängt da auf dem Dachboden und da ist jetzt nicht mehr als ein Stückchen Kabel, was da gerade sendet. Also von daher bin ich da gar nicht so voll überzeugt, dass die überhaupt irgendwo gehört wird, aus dem absoluten Nahbereich und aus den Bergstationen eventuell oder bei den Bergstationen. Genau, Achim war der Name. Ja, schön, dich mal wieder gehört zu haben, wie gesagt, und ja, wir hören uns bestimmt im späteren Abend nochmal. Erstmal vielen Dank für den ersten Test und mach mal weiter. Danke. Ja, Daniel, Mikrofon zu revidieren und gleich nochmal, du wirst mit Sicherheit von einigen Stationen angesprochen. Da sind mit Sicherheit Stationen bei, die dich da hören. Wer hört denn da? Wer bekommt denn Daniel mit? S9 in Herten. Ja, dann bitteschön, Mikrofon zu dir. Rat 01, der Dieter, zu Hause bin ich in Herten. Ja, von der Sorte 5920 und nach Essen 59. Ja, Dieter, dann auch in deine Richtung. Danke für den Rapport. Also ich schicke dir ja auch, du hast eine S7 und eine Radio 4-5. Dann klappt das ja auch. Ja gut, Herten hatte ich jetzt auch noch nicht so gerechnet. Aber ich sag mal, normalerweise, wenn ich jetzt die Gamemaster an den GFK mal verhängt habe, dann sind ja da auch meist bundeslandübergreifende Verbindungen, die ich da oftmals irgendwie auch schaffe. Das erwarte ich aber jetzt, wie gesagt, gar nicht. Aber Herten ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn das da so mit Unter- und Dachdraht auch funktioniert. Ganz lieben Gruß auch in deine Richtung und auch natürlich an alle, die mich eventuell hören und mich eventuell kennen, da auch ganz, ganz viele Grüße einmal um die Antenne. Ich würde mich erstmal wieder zurückziehen, Mikrofon einfach gerade aber direkt wieder zum Achim an die Sorte, der Manager die ganze Sache, ja. Und ich sag mal, einen späteren Abend hören wir uns garantiert nochmal. Achim, bitte. Foxfahrt 304 war das, glaube ich. Ja, wir hatten gerade Hintergrund. Und wie es gehört hier. Schönen guten Abend. Ja, sag mal bitte dein Rufzeichen, haben wir dein QTA? Das war Niederlande. Wo war das genau? Also wir haben ja gerade ein Funksignal zwischen und der stört immens. Den hatten wir ja vor 14 Tagen auch schon mal. Und du hast mit dem Fuchs fast ein paralleles Signal. Und sag nochmal kurz dein QTH. Niederlande haben wir verstanden. Lichtenpforte haben wir gehört, ja. Ich hoffe, das war jetzt richtig und das Funksignal war gerade mal weg für ein paar Sekunden. Und ja, auf jeden Fall kommst du hier an. Ich schaue jetzt mal auf der Eieruhr, wenn du nochmal kommst.
Ja, die Werte kann ich dir zurückgeben. Also Santiago 3, Radio 3 kann ich dir auf jeden Fall zurückgeben. Und ich sag mal, wenn das Signal nicht wäre, dann eben nochmal dein Rufzeichen. Vornamen. Den Vornamen, sagt der Martina gerade. Vornamen müsst du noch haben. Und dann haben wir das. Mike, ist verstanden. Ich weiß nicht, ob du den Fuchs auch hörst im Hintergrund. Wahrscheinlich ja, ne? Ja, wie gesagt, Mike, wir haben ja ein Fuchssignal, der sendet und das ist, ich sag mal eben, das ist fast parallel zu dir. Ne? Und hoffentlich bleibt er uns nicht erhalten den ganzen Abend. Ja, komm. Nein. Albatros vom Flughafen Paderborn-Lippstadt, Santiago 9, Radio 5 hier am Effenberg an der Saarpetalsperre. Ja, ist auch selten. Also wie gesagt, also Paderborner Flughafen, ich denke mal, da stehst du mobil oder stationär. Ja, dafür hast du ein Bombensignal hier, also Santiago 9, Radio 5 hier. Und sag bitte nochmal deinen Vornamen. Ja, haben wir aufgeschrieben, Tobias Paderborn, Flughafen, ja toll. Also Santiago 9 und volle Radio 5 hier bei uns hier an der Sorpe, ja im Sauerland am Effenberg. Ja, wir hören dich hier ausgezeichnet und ich weiß nicht, ob da noch Kollegen sind, die dich auch aufnehmen. Ja, bekommt irgendeiner von den Kollegen Paderborn mit? Ja, das Mikrofon zu dir, bitteschön. Ja, wir haben gerade 600 und wenn da jetzt jemand war, dann eben ein paar Sekunden wart bitte. Kollegen hier, der sendet hier ein Fuchssignal und da haben wir ein bisschen mit zu kämpfen. Ja, schönen guten Abend auch zurück. Von wem war das? Hermann Essen. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, ich habe dir gute Besserung schon gewünscht und ja, drück dir beide Daumen, Martina auch und ja, wie gesagt, also gute Besserung. Martina weiß das nicht, die hat die Bilder noch nicht gesehen. Ich habe das im Facebook gesehen. Ja, ich sag mal, wir drücken dir beide Daumen. Ja, ja, danke. Aber alles ganz gut. Ja, das ist gut. Ja, ich sag mal eben nur die Harten kommen in den Garten und ja, das geht auch wieder weg, ne? Das ist schon klar. Möchte keiner haben und manchmal, ja, man kann sich nicht aussuchen, Hermann, ist so. Ja, das ist ja leider so. Wenn man überhaupt weiß,
herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben wieder einen Kollegen hier mit seinem Funksignal. Den hatten wir auch vor 14 Tagen schon mal hier. Da war auch sehr standby und der war dann bis ja, kurz vor Mitternacht da. Hat er hier, ja, ich sag mal hier, kleine Aufwartung gegeben. Braucht niemand eigentlich. Ja gut, das muss Langeweile sein, denke ich mal. Und ja, hoffentlich geht das diesmal nicht bis Mitternacht. Ja, wir haben jetzt schon in kurzer Zeit, jetzt genau, glaube ich, eine Stunde haben wir Sendebetrieb und jetzt schon 33 Stationen, die wir haben. Und ja, ich sag mal, das ging bis Bremen, was war das jetzt? Bremen, Fulda, wo war das jetzt noch? Marburg. Und ach ja, gerade Paderborn, was hatten wir noch? Holländische Grenze. Da haben wir noch, was war das? Bremen. Ja, Bremen haben wir gehabt schon, ja, also schöne Verbindung. Ja, ich verstehe. Ja, da freue ich mich ja schon auf die Liste, die dann kommt. Alles klar, Martina und Johannes, das kann ich euch schon, aber da war noch der. Ja, X-Station, bitteschön. Foxtrot haben wir verstanden, du bist ein bisschen zu laut. Ein bisschen weniger, würde ich jetzt sagen. Ja, dreh mal ein bisschen mehr zurück, wenn es geht. So ist auf jeden Fall besser. Ja, schöne Grüße ja vom, ich habe von der Saatgedalsperre, von der Martina und von mir, vom Delta Lima 11 und Alpha. Gut, der mäßig Effenberg, Saatgedalsperre im Sauerland. Nichts. Ich überlege gerade. Dachte uns jetzt nichts. Hast du alles aufgeschrieben? Wir brauchen eben kurz ein paar Daten nehmen, halt Rufzeichen. Nochmal ein Standort, bitte. Ah, Wintersek, ja, Niederlande, ja, kenne ich, natürlich, klar. Du hast ein Signal von 7 und wenn die Frequenz ruhig ist, 7 und 5 hier bei uns. Am Effenberg im Sauerland. Und dann Vornamen nochmal bitte. Thema, Moment, was hast du gesagt? Also, komm nochmal bitte. Haben wir aufgeschrieben, Martina notiert, hoffe ich richtig. Ja? Und sie fragen nochmal nach und möchte nochmal kurz buchstabieren. Hat sie notiert, alles gut. Ja, gut, ich weiß nicht, wer dich da noch. Martina meinte, ob du ein Rufzeichen hast. Haben wir notiert. Ja, ich sag mal jetzt Mikrofon mal frei in die Runde. Wer möchte es mal nach Winterfix versuchen? Robert 62, Mikrofon zu dir. Ja, ich habe noch einen Joachim gehört. Ja, schönen guten Abend in die NRW-Runde. Robert 62, Gerstenkirchenzentrum und schöne Grüße an den Kurs nach Winterswijk. Mikrofon zu dir, Kurs. Wunderbar, dass das klappt, aber soweit ist es nicht. Ich habe angeguckt, es sind knapp 60 Kilometer zwischen uns beiden, also das geht noch. Ja, Robert 62, weil das hier Standort ist im Gelsenkirchen-Zentrum,
Nähe Hauptbahnhof, ne? Ja, prima, dass das geklappt hat. Und Mikrofon, ja, zu Joachim und Martina, euch beiden auch einen schönen Abend und natürlich für heute Abend gutes Gelingen. Ich bin dabei und höre interessiert zu. Ja, wo die Bahn sich nicht meldet. Ja, Arne, auch schöne Grüße nach Borken natürlich. Ja, heute Abend kommst du auch schön rüber, ne? Also kann nicht meckern. Also Radio 3 bis 4 würde ich mal so sagen. Wenn dann die X-Station war, bitteschön. Jetzt haben wir da mindestens zu dritt gesprochen. Und vielleicht versuchen wir es nochmal. Das war richtig Alpha Lima, war das richtig? Vom Dimmersee, Wolfgang, das glaube ich ja nicht. Wolfgang, weiß ich nicht, der Wolfgang? Ja? Ich dachte, das wäre, ja gut, aber Wolfgang Dimmersee, ja, ich sag mal da, meine Schwiegermutter, die haben da, sind da ansässig, direkt am Dimmersee, also das gibt's ja gar nicht, unglaublich. Dann sag ich mal, liebe Grüße von der Karin, sagt ihr das was? Ein Signal hier, 6 bis 7 aufmodulierend und natürlich schöne, saubere Radio 5 vom Dimmersee zur Saabetalsperre. Ja, lieben Gruß von der Martina hier, Delta Lima 11 und Alpha. Und Bombensignal, schön. Und ich weiß nicht, wer es mal versuchen möchte, zum Dimmersee. Ist einer von den Kollegen hier, der den Dimmersee aufnehmen kann? Ja, bitte, Mikrofon zu dir. Wolfgang, Dimmersee ruft dich. Bekommst du den Kollegen mit? Ne, war da Joachim, Delta Lima 11, Joachim. Funktioniert nicht. Vielleicht versuch's nochmal, jetzt ist der Fuchs weg. Vielleicht funktioniert es jetzt. Sprech den Wolfgang nochmal an. Ja, der Kollege für den Dimmersee, der den Wolfgang angesprochen hat, der Kollege, sprech's nochmal, versuch's mal. Die Frequenz ist jetzt einigermaßen sauber. Ja, Wolfgang, der Matthias hat dich gerufen aus Fulda und scheint nicht zu funktionieren, aber du wirst da wahrscheinlich gehört.
Ja, Matthias, meine Frage, wie stark konntest du den Wolfgang hören? Ja, vielleicht funktioniert zum späteren Zeitpunkt und einfach mal abwarten. Ich habe wieder den Kollegen hier da mit seinem Fuchssignal, der stört wieder immens. Aber ja gut, müssen wir durch. Nicht weiter darauf eingehen, werde ich auch nicht machen. Den Gefallen werde ich ihm nicht erweisen. Da war noch eine X-Station, die war anstehend und wenn die für uns war, komm, bitteschön. Ja, bis dann. Siegfried Haltern von See, Santiago 9 und Radio 5 am Effenberg. Gleiche Signal zurück zu dir. Du, überhaupt kein Thema. Hast du einen von den Kollegen gehört, den Wolfgang oder ich sag mal eben den Matthias? Ja, Matthias, der Kollege vom Haltern, ja, am See, der hört dich. Das funktioniert nicht, also nach Haltern. Ja gut, versuchen wir es vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Auf jeden Fall, ja, bald ein sehr starkes Signal und vielleicht, ja gut, Störung haben wir hier noch ein bisschen, vielleicht beruhigt sich das ja gleich ein bisschen. Ja, wenn da noch eine X-Station anlag, dann möge die kommen, bitte. Ja, komm, Rick. Ja, Rainer aus Verl. Schönen guten oder Verl oder Verl. Das können wir gleich nochmal eben, wenn dann, korrigieren. Und bisher in der Sorbeck gelandet. Liebe Grüße von der Martina und von dem Joachim Delta Lima 11 und Alpha. Zurückgeben und ja, mittlerweile hat sich das ein bisschen gelichtet, aber ich sag so 50 auf jeden Fall, die stehen und sind hier noch und wir haben hier Besuch bekommen und ja, wir werden ja also bestens versorgt. Ja, dein Signal hier, Mörs, Sorpe, Santiago 7 und volle 5 hier. Ja, ich bin gehört. Ja, ist noch eine kleine Weihnachtsfeier. Das heißt, kleine Weihnachtsfeier ist schon eine große, würde ich mal behaupten. Ja, gern geschehen. Ja, Mikrofon frei in die Runde. Ja, René, schönen guten Abend zu dir, von der Martina und Joachim, Delta Lima 11 und Alpha, gut, ja, mäßig hier Effenberg, ja, nahe Sorbetalsperre. Ja, du stehst uns voll auf der Lampe hier, also voll die Gizmos alle an bis zum Anschlag. Kam das so? Ja, der Dave, ich sag dir ja, Dave, du stehst hier voll auf der Lampe bei uns, also ein sehr starkes Signal. Ich meine, gut, ist bei der Höhe, wo wir hier stehen, kein Problem, also kein Wunder. Ja, natürlich, steht ganz gut. Ihr macht bei mir 20 über den 9 und 3 5.
Ja, das kann ich bald parallel zurückgeben. Also das ist also nicht viel Unterschied. Und man bekommt das natürlich mit, was du mobil bist. Das ist ein schwankendes Signal. Aber du wirst auf jeden Fall gut gehört am Effenberg. Gut, Mikrofon zurück in die Runde. Hey. Ja, komm. Dankeschön. So, Achim, lange nicht gehört. Hörst du den Carstar-Mikrofon, Station Condor aus Werne? Ja, Carsten. Und der Rainer ist auch gehört. Carsten. Mensch, lange nicht gehört, doch wiedererkannt. Ja, liebe Grüße von Martina, die hat dich sofort erkannt. Ja, hallo Martina, habe ich jetzt vergessen, sorry. Ihr macht hier 9+25 in Werne. 9+25. Tja, du hast hier 9+10 oder 15 irgendwo auf jeden Fall im roten Bereich hier. Und Radio wie immer, ja, UKW, also hervorragend, als ihr neben uns stehen würdet. Prima. Ich freue mich, dass ihr beiden dabei seid heute Abend und dann gib mal Gas. Ja, das brauchen wir gar nicht. Wir haben wieder so einen Experten hier mit seinem Fuchssignal, der, ich sag mal, etwas schwächere Stationen, ich sag mal, eben wegzieht und das ist nicht so schön. Hatten wir schon mal vor 14 Tagen. Da kam der Kollege auch und meinte, er muss mal so ein bisschen Störungen betreiben. Aber ja gut, wir haben schon sehr schöne Verbindungen gehabt und haben jetzt schon fast 40 Kollegen auf der Liste und das innerhalb von, warte mal, ja, noch nicht mal 2 Stunden. Sagenhaft, das ist cool, okay. Ja, den Fuchs höre ich ja auch, aber sehr schwach bei mir, S5, S6. Ja, Idioten gibt es immer wieder, also ich weiß nicht, was das soll. Ja, es ist wirklich so. Und ja, ich weiß auch nicht, was er daran findet, andere Kollegen jetzt zu stören. Dafür habe ich so ein Hobby nicht. Und vor allen Dingen die NRW-Runde, das ist was Besonderes. Wir haben super Reichweite noch heute schon gehabt und da kommt doch mit Sicherheit noch einiges. Und ja, ich sag mal, da als Störenfried aufzutreten, das ist natürlich nicht die feine Art. Ja gut, aber wir können es nicht ändern halt, ne? Ist so. Und wird auch so bleiben. Auf jeden Fall Verbindung jetzt bis nach Bremen, Lübeck, die wir schon hatten. Was ist jetzt? Eifel, das war jetzt noch Fulda und ja. Odenwald. Ja, bis unten Richtung Hessenland, ja, Paderborn. Also schon richtig schöne Verbindungen, die wir hatten. Glaube ich euch, weil habe ich gerade Lübeck, habe ich richtig verstanden? Lübeck? Ja, die Richtung. Wow, okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Respekt. Das ist von hier oben kein Problem. Also, ich habe es ja schon wie oft gesagt, also, ihr seid herzlich eingeladen. Und der Peter wollte uns ja mal besuchen und du wolltest ja auch schon mal gucken. Also Martina dachte gerade, ja. Du warst schon mal hier. Ja, klar, du warst ja mal hier. Ja, selbstverständlich war ich da, zusammen mit dem Holger, mit dem Manfred, der schon verstorben ist, und mit der Yvonne. Ja, genau. Ja, du weißt, was hier oben geht. Das ist phänomenal. Also wir haben heute eine fantastische Fernsicht. Also richtig alles klar. Ich habe es auch gehört. Alles klar. Und sag mal so, wir können, ich sag mal, Dortmund hier sehen, also ein Fernsehturm. Als ja, guckst da hin und gefühlte vielleicht 5 oder 10 Kilometer entfernt. So sieht das aus von hier. Naja, ich kann mich dran erinnern. Ich war ja auch sehr begeistert und das war ein schöner, warmer Sommerabend. Also das war richtig schön da oben. Ja gut, Joachim, Martina, dann macht mal ein bisschen weiter und ich lausche. Ja, wir geben unser Bestes, auf jeden Fall. Aber das können wir ja nicht alleine schaffen, das machen die Kollegen ja mit. Das macht das Ganze ja aus. Und wir konnten schon ein paar schöne Verbindungen und sag mal, eben konnten wir herstellen, auch untereinander. Und hoffentlich bleibt das dann so. Ne? Ja, da war eine anstehende X, wenn ich für uns war, komm bitte. Ja, wir haben hier einen Kollegen, der meint, der müsste hier, sag mal, sein Fuchsjagdsignal, ja, müsste er hier senden. Und der macht uns ein bisschen zu schaffen. Ne? Aber auch schönen guten Abend zu dir, von der Martina und von mir, Delta Lima 11 und Alpha. Und sag bitte nochmal dein Rufzeichen und dein Standort. Ja, 9 und 5 bei uns am Effenberg.